came to my house, Lester. My house! So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Geht's jetzt bald los, das große Ding? Ich hoffe, mal langsam doch. Kurz schauen. Oh, können wir so viel machen nebenbei noch? Komm, machen wir es auch. Trevor. Ich möchte halt mit Trevor wenigstens nochmal was reißen. Mit der Rampensau. Das ist schon der Stripclub. Der Fabio geht mal wieder super, denke ich mir mal. Ja, die sind immer nett zu dir. Jetzt beweg dich mal Richtung Ausgang. Oh. Komm. Komm, ja, geht doch. Spring noch mal ein bisschen. Komm, Trevor, los. Trevorline, komm. Oh mein Gott. Ach, das ist doch hier um die Ecke. Das ist doch dann im... Alter, kannst du mal wieder normal laufen? Das ist so ätzend, wenn der betrunken ist. Der kann ja nicht rennen, gar nichts. Lass doch mal reingehen. Nein. Ne, da hinten. Ja, endlich ist er nicht mehr besoffen. Hier kann man durch. Weil es ja so ein neues Zuhause hier, ey. Warum auch immer. Ach, Lester! So, this is it. Hope you and Michael will be able to let each other move on in peace. I just hope he keeps his fucking mouth shut, you know? I mean, when the heat comes. And we both know we pull this off, it's gonna come. Yes, it will come, and I think that he will. And Franklin? And Franklin what? You gonna keep your mouth shut? Why? Cause I've squealed like a bitch so far? Hey, you ain't seen nothing yet! You know, bit of heat. A few years back there in the Midwest, and your boy Michael, he changed his name! Well, the way he tell it, it wasn't that clear. Hey, sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! Excuse me! Enough! Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank.
They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. And it's gotta be stored in a parking garage near the UD. There's gonna be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. And that's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Now that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Ich hasse diese Entscheidung, weil beides sich geil anhört, muss man mal fairerweise sagen. Ich finde das mit den Autos, mit den Autos finde ich sehr interessant. Also beide hören sich interessant an, das ist halt das große Problem. Aber Hubschrauber ist auch wieder so eine Sache. Nicht, dass ich mit denen dann wirklich nochmal in die Flugschule muss. Das wird so schwer ist das nicht, doch. Es ist schwer. Ene, mene, mu und raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, was besser ist. Weiß ich leider nicht. Och man, das ist so kacke, ey. Am liebsten würde ich echt mal beide machen. Geht das? Kann sich auch umsehen. Oh, scheiße, das habe ich schon gewählt. Okay, so kann man auch drücken. 2 Schützen. Ach komm, wir nehmen mal was Schwaches hier. Machen wir einen gut und einen schlecht. Machen wir den Chefkoch. Ein Fahrer. Dann nehme ich lieber einen, der fahren kann. Und noch ein Fahrer. Warum noch ein Fahrer? Ja, super, kann ich eh keinen anderen auswählen. Super. Now, the hacker, they're going to break the Frau system, buy you some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool. This guy, Ricky, I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Na, also da brauchen wir schon jemanden, der das so ein bisschen kann. 10%, Alter, wie viel gebe ich denn hier ab, ey? 19, 33, 41, wir geben die Hälfte nur für die Crew schon ab, Alter. Ja, komm. Christian wasn't too hot at the jewelry store. Muddy didn't fuck it up. Gotta have improved for sure. And his asking price is the same. This is the big one. Is there anything you want to go over? Nee, wir nehmen A. Ich bleib bei A. Die Crew haben wir ausgewählt. Wir müssen dann quasi, man sieht's da gerade, also wir müssen dann noch die Nagelbretter der Polizei und die Fahrzeuge tun. Und Fahrzeuge tun, das mag ich so gerne. Deswegen hätte ich mich auch für A entschieden, glaube ich. Bei Hubschrauber haben wir schon öfters gehabt. We need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on. I'll take you to the equipment. Aber das Loch in der Wand bohren in der Bank, das hat auch was. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Also beides hat sie irgendwo seinen Reiz. Finde ich jetzt irgendwo. Dass beides seinen Reiz hatte. Sowohl die eine als auch die andere. Weil das Loch in der Wand bohren, aber dann muss man mal für die Ablenkung sorgen. War auch so ein Knackpunkt dann wieder. Wo ich mir gedacht habe, das könnte schief gehen. Ricky from Life Invader. Well, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there.
Good luck, ja, schwer einen Job zu finden, das stimmt allerdings. Wieso habe ich dann eine 3 und ich kann ja trotzdem nichts machen? Mit Michael. Ich liebe ja sowas. Grundsätzlich nicht. Weil eine Mission möchte ich eigentlich gerne noch machen. Genau, was solltest du nochmal besorgen? Die Randale möchte ich eigentlich nicht machen. Auf jeden Fall, wir müssen uns irgendwann von der Polizei... Alter, ich habe da so viele... Ach, der Ecke da immer noch. Ugh. Ja, wer muss jetzt was besorgen? Das ist jetzt eigentlich die gute Frage. Das ist jetzt echt die gute Frage. Wer muss was besorgen? Der ist zu Hause, oder was? Ja, der ist zu Hause. Yeah, you should come by. Yeah, alright, call me later. Ja, nur das D. Ich sehe nur das D. Okay. Wie tune ich jetzt das Auto? Wie tune ich jetzt die Autos auf? Ah! Perfekt. Dann müssen wir was noch mit Flanke machen. Gut, dann machen wir das so einfach mal. Machen wir das noch, dann haben wir schon mal was dafür erledigt. Und danach, was wird danach noch? Ach ja, die Autos tun, genau. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Wollen wir mal versuchen, brauchst du... prüfe deine E-Mail für mögliche Standorte. Aber jetzt habe ich gar keinen Bock, das zu meine E-Mails zu überprüfen. Aber wir machen alles der Reihe nach. Ich lasse mir da jetzt echt Zeit für. Ich ziehe so lange raus, wie es nur geht. Nee, eigentlich nicht. Einmal bitte fahren. Lalalala. Nehmen schon über eine Stunde auf. Also es wären dann, glaube ich, 4 Folgen. Ah, 20 Minuten oder so. Muss ich mal schauen, wie ich das wieder mache. Je nachdem, wie lang die hier wird. Warum bin ich jetzt abgebogen? Okay, wir müssen uns wahrscheinlich auch mit der Polizei anlegen. Das wird jetzt nämlich das große Problem sein. Müde werde ich auch schon wieder von dem Spiel. Oh, es liegt einfach daran, dass ich schlecht geschlafen habe. Die Nacht daran wird es wahrscheinlich liegen. Klau den Polizeitransporter. Jesus Maria. Ich denke, dachte mal, hier hinten kommen wir durch, oder? Sie können sich aber empfangen stellen. Moment. Wo ist denn der Empfang? I swear to God, 2 years and Meriwether? Sir, they'll be able to help you inside. Wo ist denn hier drinnen? Ah, ich möchte die nicht ummieten, ey. Kannst du hier hochklettern? Nee. Da kann er nicht hochklettern, das sehe ich schon. Ja. Fuck, 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 fuck. Okay. Nee, da kommst du nicht hoch. Scheiße. Oder sehe ich die doch um? Nee, das Zeug geht jetzt nicht auf, okay. Scheiße. Okay, wir wählen die Methode. Wir nieten die um. Scheiße. Super, das bringt mir gar nichts hier.
Oder kletterst du hier drüber? Doch! Verdammte Scheiße, ey! Ja, komm! Halt doch! Alter, haben die mir den Reifen zerstochen? Ja, haben sie. Ja. Das werden wir hier gnadenlos verloren haben. Ja, weil ich einen Platten habe. Weil ich einen Platten habe, wird das hier nichts mehr. Gott, nochmal, ey. Was hab ich schon? Hinten, links. Und das ist Kacke. Ich komme nicht mehr weg mit dem Ding. Nee, keine Chance, keine Chance. Aber wieso hat der hinten links einen Platten? Vorne jetzt auch schon ist. Nicht überall einen Platten. Ich fahr gleich nur noch auf der Felge. Ja, der rutscht nur noch, ja. Weg. Komm, er schießt mich. Hat keinen Sinn gerade. Ich sehe da keinen Sinn mehr. Ja, der ist doch eh schon am Arsch. Okay, das reicht, um die Sterne verschwinden zu lassen. Wenn das jetzt funktioniert, ne, dann ist das echt dumm. Nee, oder? Die kreisen noch um mir herum. So ist jetzt nicht. Scheiße, irgendjemand hat mich gefunden. Denk mal, der, ja, der hier von da hinten. Ach, das muss ich anders lösen. Mit diesem scheiß Transporter, ey. Aber wie? Wie machen wir das? Bei der Skinny 2 halt. Ja, die stehen da. Moment, Moment, Moment. Warum sehe ich denn das nicht? Und jetzt hier hoch? Genau, da unten ist der. Geht da jemand ums Eck? Komm, ich muss das Risiko eingehen. Ey, es ist so, so einfach gewesen. Man stellt sich so dämlich an. Ich möchte da jetzt eigentlich nicht lang fahren. Die Mission ist so einfach, wenn man sich einfach mal die Umgebung genauer angucken würde. Das hatte ich doch schon mal irgendwo. Das hatte ich irgendwo schon einmal. Aber ich durfte mich auch vorhin von den Transportern nicht so allzu weit wegbewegen. Diese Musik. Das fällt doch auch auf, ganz ehrlich. Ja, das ist nicht ein gutes Versteck hier, ey.
Okay, wir haben es erledigt. Wir haben den Transporter. Bestanden! Nagelbretter! Nicht eingelassen. Ja, Flüchtling passt schon. Wir haben's! Das war leichter gedacht, als ich dachte. Der natürlich wusste, dass der Lester noch mal anruft. We got some of those spike strips for the UD job, man. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take this score. Alles klar, und das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play GTA 5.